Lilo, wer meinen Kanal schon etwas länger beobachtet, der weiß, dass ich mir gerne meinen Desktop bis zur Unkenntlichkeit verbastle. Meinen Bastel-Desktop, hier bin ich mal im Hulk-Thema des Cheese. Hallihallo. Und wir haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, eine der Bastelseiten, die ich sonst immer so benutzt habe, ne? Artgnome.org hat sich irgendwie so ein bisschen verändert. Bisschen verändert. Ich gebe mal ein Artgnome.org. Artgnome.org. So, da gehen wir jetzt mal drauf. Enter. Und dann stellen wir fest, das sieht ein bisschen anders aus. Das sieht ein bisschen anders aus. Ja. Und wir sehen, da ist was mit Flickr und Google und bla bla bla, Personals. Genau. Extensions. Das ist alles nicht mehr so, wie wir das so kennen, die alte Leute von Linux. Ne? The Archive Content, ne? The Old Artworks Site. Wollen wir mal gucken. Archive, ne? Da gibt es zum Beispiel die Themen noch, ne? Die guten alten Themen, zum Beispiel die Icons. Icons? Und da gibt es dann gepackte Dateien, zum Beispiel Dropline Neu. Dropline Neu. Dropline Neu sieht dann in etwa so aus, ne? Also die Icons, ne? Icons. Falls ihr den Ordner Icons nicht habt, ich mache mir gerade mal Onboard an. Moment, ja, wir gleich haben. Ich hier mit meinem Cairo-Doc natürlich wieder ordnungsgemäß verbastelt. So, Onboard. On-Screen-Tastatur, Steuerung und H. Kann man die versteckten Dateien ausblenden, Steuerung und H wieder einblenden. So. Und wir haben da einen Unterordner Icons. Icons da. Falls nicht, anlegen. Punkt Icons. Ne? Also einen führenden Punkt. Punkt Icons. Und da hinein entpacken. Ne? Und dann gibt es dort bei dem Thema Dropline neu einen Unterordner neu. Da drin sind dann entsprechend die Geschichten, die wir noch so gerne haben. Um das einzustellen, ne, zum Beispiel das Dropline neu, das habt ihr darin entpackt. Ja, um das zu aktivieren, System, Werkzeuge, Einstellungen und wir haben das Optimierungswerkzeug, heißt es mittlerweile, das GNOME Tweak Tool. Wer das GNOME Tweak Tool nicht hat, schön Zeug, gerade mal. Ich bin hier übrigens unter Sources Salamander so verbastelt, dass man es kaum noch erkennt. Sudo apt-get install gnome-tweak. Tweak. Ich hätte die Sonnenbrille nicht aufsetzt. Tool. So. Gnome-tweak Tool. Zack. Passwort. Ja, ganz klar. 1, 2, 3, 4. So. Und habe ich schon installiert, ne? Ist klar, ne? Gut, haben wir schon installiert. So, dann haben wir das GNOME Tweak Tool. Und da kann man zum Beispiel die Themen einstellen. Hier habe ich mir ein Thema schon so ein bisschen verbastelt, so einen Hauch verbastelt. Das ist jetzt übrigens hier nicht von GNOME.org, ne? Das habe ich mir letztens runtergeladen, weil das ein GTK3-Thema ist. Die Themen, die auf GNOME.org sind, die sind oftmals GTK2 und die lassen sich gar nicht mehr so installieren. Aber das Symbolthema, was ihr gesehen habt, ne? Dropline neu, ne? Das ist das hier mit den Symbolchen, die so ein bisschen gelblich aussehen. Die kann man sich noch einstellen, ne? Und dieses andere Thema, was ich da so hatte, haben wir unter Downloads, habe ich eingestellt, Steuerung Rollrad nach vorne zum Vergrößern. Sway and Black Base, ne? Also findet ihr im Internet, könnt ihr runterladen, das ganz nettes Themachen. Dann findet ihr zum Beispiel auch kleine Fixes für die dunklen Themen, dass das Software Center teilweise dann nicht so reagiert oder Mozilla Firefox, ne? Hier steht zwar Mozilla, ja, Mozzarella, ne? Oder Ubuntu Software Center Fix mit Instructions findet man da drin. Ja, wie gesagt, das ist nicht von artgnome.org. Weil es ein GTK3-Thema ist, passt das hier aber ganz gut, ne? Hat sich mal so ein bisschen geändert. Wollte ich nur kurz darauf hingewiesen haben, geht noch was, ne? Ich habe hier das Cairo-Dock. Das Cairo-Dock. Und seit ich das so habe, ich habe das Unity entfernt, passiert Folgendes. Wenn ich jetzt, ich gehe mal auf einen leeren Desktop.
ich Rechtsklick mache, ja, und dann will ich den Hintergrund des Schreibtisches ändern, habe ich nicht das gewohnte Menü, wo ich mir dann aussuchen kann, ja, wie soll mein Hintergrundbild, das ich mir da mal wieder zusammengestoppelt habe, erscheinen, ne? Also ich könnte es jetzt nicht einstellen, dass es gekachelt ist, ne? Wenn es jetzt aus vielen einzelnen Symbolchen wäre, ne? Ist da nicht drin. Aber hier, GNOME Tweak Tool, darin kann man das hier einstellen. Hier hat man noch wieder das Zoomen, Stretched, Scaled, ne? Und so weiter, Centered, Wallpaper, Spent, ne? Oder None. Und hier ist die Bildadresse, ne? Übrigens mittlerweile oftmals zu finden im Ordner Wallpapers. Ne? Erstaunlich, weil das jetzt zu viel ist. Im Ordner Wallpapers, Bilder und Wallpapers. Ne? Also, ja, Desktop-Hintergründe. Ne? Gut, und hätte man jetzt da jetzt so ein Wallpaper und dieses Wallpaper kann man auch mit Rechtsklick als Hintergrund festlegen machen. Und dann sollte das eigentlich irgendwie gekachelt dargestellt werden. Kann ich jetzt aber so nicht einstellen. Ne? Kann ich nicht einstellen. Gut. Gehen wir nochmal auf. Das Tweak Tool habe ich jetzt zugemacht, glaube ich. Sonnenbrille, ne? Sonnenbrille sollte man nie aufsetzen bleiben. Ja, warum mache ich das eigentlich, ne? Gut aus. Gute alte Tradition. Weil ich alles verbastel, ne? Bis zu unkenntlich bleibt. So, ja. Arbeitsoberfläche, ne? Zoom, scaled, ne? Skaliert, ist blöd, spent, sieht dann anders aus, stretched, ist gestretched, wallpaper, aha, und schon haben wir quasi den gekachelten Modus, das heißt hier wallpaper. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. We'll be right back.